Imbissbude zaubern. Wir können ja noch eine kleine Imbissbude zaubern. Glasierte traditionelle Bambusrolle. Nee, es ist asiatisch. Ein Omelette? Kann man anbieten? Ei Benedikt? Nein, danke. Geschwärzter Barsch, Lammkarree, irgendwas mit Gemüse hatten wir schon. Riesengarnale, Garnele, gewürziger Eintopf auf jeden Fall. Das ist asiatisch, das ist interessant. Ein Steak, auf jeden Fall ein Steak. Schweinebraten, nee, Schweinebraten ist zu simpel. Sixem Brust mit Kometenstaub, das klingt exotisch. Asia, nein. Glasaugen Buntbarsch, Fisch, ja gerne, Fischtopf, Forelle Müllerin ist mir zu einfach. Honigwaben Garten Gemüsecash, der sieht geil aus. Hummertortelline Vulkanpasta, also Vulkanpasta ist nice. Urwaldmoosei mit Lavendelblüten. Oh, Fisch. Das ist geil. Hummer, Teremin und ein Weltraumtaco. Ich mag Schweine. Ich esse auch gerne Schwein, aber in so ein Dschungelrestaurant weiß ich nicht. Da laufen ja nicht so viele Schweine rum. Burger King als Imbiss. So, Desert. Desert. Husekekse, nein. Antikalorien. Was ist denn das bitte für ein Dessert? Was ist denn das bitte für ein Dessert? Nein. Fürs Pückler muss man anbieten. Ein Fertig-Brownie muss man auch anbieten. Das ist irgendwie so die Pflicht. Das ist so die Pflicht für die günstige Kundschaft. So, was haben wir? Eis. Was sind hier? Das ist alles so. Orangensorbet. Orange ist gut. Pflanzenmaterial? Keine Ahnung. Regenbogensorbet? Am besten gleich McDonald's. Ist so. Hätte gern ein Hausschwein. Ah, diese Mini-Pigs. Die sind irgendwie lustig, aber ich glaube, da braucht man wirklich eine etwas größere Wohnung. Und ein Garten wäre ganz nett. Vanilleeis-Klassiker auf jeden Fall. Getreide-Marshmallow-Viereck. Nee, das ist mir zu amerikanisch. Alien-Obst-Törtchen. Haferflocken-Keks für die Gesundheit. Ich meine 7. 7 wo? Ich habe 7 draußen. Ach so. Ah, okay. Beeren-Makronen-Creme-Törtchen. Croissant. Ich mag zwar Croissants, aber das passt nicht rein. Creme Brûlée, Donut mit Cremefüllung, nee. Einfacher Muffin, nee. Einfaches Milchbrötchen, nee. Gemischtes Obsttörtchen, ja. Da ist zwar Mokka drin, aber nee, passt jetzt hier nicht rein. Müsli. Hier ist nochmal Obsttörtchen. Wir haben einen Teich im Garten, das Schwein kann baden gehen, okay. McDonald's ist eklig, aha. Hier drin ein bisschen schwer, meiner Meinung nach. Okay. Oh, guck. Voodoo-Puppen. Ah, da ist diese Figur drauf, die sieht blöd aus. Eclair? Frostiges Mokka-Eis. Das sieht geil aus von der Farbe. Butter-Pecan-Eis. Das nehmen wir auch. Hamburger Kuchen? Nee. Mango auf jeden Fall. Pfirsich auf jeden Fall. Pistazie auf jeden Fall. Zitrone, ja, können wir nehmen. Zwillingsrosen, nein. Erdnusskeks, ja. Karotte, nee. Obsttorte, nee. Ist mir zu deutsch. Obsttorte ist mir eindeutig zu deutsch. Ist mir zu deutsch. Himmelblau. Mandelmakronen, so schöne Blüte da oben. Alien-Eis. What the fuck? Ja, es ist diese einzelne Erweiterung. Da gibt es Eissorten. Mental-Turbulenz. Das ist eine geile Farbe. Zitronenriegel nehmen wir. Stracciatella ist zwar ein sehr schönes Eis, esse ich sehr gerne, aber es passt hier nicht rein. Blaues Konfettikuchen, nein. Cannelloni, nein. Gourmet-Obstkuchen, ja. Rotes Samttörtchen. Ein Samttörtchen. Vertikaler Beerenkuchen. Der sieht interessant aus.
Muss auch ein bisschen optisch ansprechen. So Regenbogen. Jetzt bin ich verrutscht. Regenbogen-Gelatine-Kuchen. Candy Eis. Exotische Obsttorte. Oh. Bananekuchen, Apfelkuchen. Das ist mir zu deutsch. Das ist zu langweilig. Specktörtchen. Gewicht der Welt. Oh Gott. Nee. Waldfrüchte ist Waldfrüchte, aber hat eine geile Farbe. SimCity-Käsekuchen, ganz Klassiker. Fruchtpastete, Vanillemuscheln und Schokoladenkaviar. Zitronen-Baiser-Kuchen, ja, der gewinnt. Drachenatem. Ich habe einen Kalksonnenbrand, aua, nicht so schön. Lavakuchen, pure Perfektion. Kristallisierte Kokosblöcke. Baked Alaska. Kuhpflanzen-Essenz-Baiser-Kuchen. Allein nur wegen den Namen. Ach, wir haben 30 Teile schon. Oh, wir haben 30 Teile schon. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, was wir wegmachen. Was machen wir weg? Was machen wir weg? Was machen wir weg? Da oben haben wir, glaube ich, was. Ah, wir haben so viele Eissorten. Warte mal, wir machen Mentalturbulenz weg. Erdbeermutterkeks machen wir weg. Pistazieneis machen wir weg. So, dann passt das. Wow. Okay. Häkchen setzen. Wir haben Essen. Köche. Wir müssen da Köche reinsetzen. Sind die schon drinne? Weiblich Männer? Hm? BXS, weiß ich nicht. Kuhfladentörtchen. Ja, wir nehmen mal die hier. Outfits der Köche, danke. Kellner. Das Bunte. Empfangspersonal. Eindeutig das hier. So, Kundenbekleidung. Womit darf man denn da rein? Alltagskleidung, Sportkleidung, Badekleidung, Abendkleidung, Ausgekleidung. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Ausgehkleidung. Oder abends. Ausgeh oder abends. Badekleidung würde ja auch gehen. Im Dschungel? Wenn wir einen Pool haben? Nachtwäsche. Nee, Nachtwäsche mache ich nicht. Nein. Habe entzündete Mandeln. Oh, lamer. Dann mal gute Grütze, wollte ich sagen. Nee, gute Gesundheit. Nee, gute Besserung. Jetzt haben wir es. Gute Besserung. Nachtwäsche. Ich merke schon, ihr seid alle scharf auf Nachtwäsche. Aber das ist kein Snoo-Snook-Restaurant. So, Namen. Wir brauchen noch einen Namen für das Ganze. Namen. Ausgekleidung. Badekleidung. Ja, ich bin. Also ich schwanke zwischen Ausgekleidung und Badekleidung. Ich glaube, ich werde eher Ausgekleidung nehmen. Edgar, den lese ich jetzt nicht vor. Ein Name noch fürs Restaurant. Ich denke, ich nehme Ausgekleidung. Abend oder Ausgeh? Abend. Richtig nobel. Balu-Schlemmerloch, Balu-Fresshöhle. Schlemmerloch ist nicht schlecht. Fresshöhle? Weiß auch nicht. Oder Schlemmerhöhle. Dschungelstation? Nee, Dschungelstation überhaupt nicht. Also Balus Schlemmerhöhle wäre nett. La Bonga. Also bei La Bonga könnte man auf Ideen kommen. Aber Balus Schlemmerhöhle, so als Kombination zwischen beiden. Bar. Muss ich mal gucken. Lu. Tilde oben, S.
Schlemmer. Höhle. Was kommt da noch? Brutale Snoo-Snoo-Nike-Party. Bodagas Dschungel. Nee, ich denke mal, die Schlemmerhöhle ist wirklich das Sympathischste. Wie mache ich das jetzt hier weiter? Ist das jetzt alles eingegeben? Was ist hier? Fortschritt anzeigen? Waschbecken, Toilette, Küchenprofi-Station, Gastronomiebereich, Kellnerstation und Empfang. Gut. Kann ich das jetzt hier schließen oder wie geht das jetzt denn hier? Wünschtagsart in der Galerie ansehen. Hast du Kellner und Empfangsfassade schon bearbeitet? Na, wir haben die hier. Das ist die eigene. Hat er mir jetzt wieder alle rausgeschmissen? Ich werd verrückt, oder? Nee, da ist noch alles drin. Also, das Klo muss in den Gastronomiebereich, genau. Damit, da kriegen sie schon ihre Currywurst. Achso, hier mal Ruffi klicken. Kann ich hier raufklicken? So, jetzt wollen wir mal anfangen. Ich würde es so sein, dass wir hier den Zoom-Bereich haben und hier ist der offene Bereich. Hier haben wir Wasser. Hier kommt der Park hin. Oh, da kommt ein großer Park hin. Das heißt, jetzt wird es interessant. Bauen. Leere Zimmer und Wände. Das bedeutet, dass wir das komplett ausnutzen. Das ist sozusagen der Herstell- und Kochbereich. Erschienen. Nicht wegen kommen, okay. Muss kurz ins Supermarkt. Ja, komm gleich. Ah, jetzt verstehst du, okay. Man sollte die richtige Reihenfolge lesen, ne? So, dann brauche ich Halbwände. Halbwand. Halbwände. Nee, mit der Halbwende. Ja, doch. Nee, doch. Nee, dein. Ja, doch. So eine typische Umrandung. Müssen wir mal schauen. Obwohl, nee, wir haben ja die anderen Dinger. Warte mal, ich mach Quatsch gerade. Ich mach gerade großen Quatsch. Die Umrandung mache ich nicht anders. Ich mach das erstmal, ja. Wie groß ist denn die Halbwand? Ah, die ist ein bisschen niedrig, wa? Ich könnte die ein bisschen höher machen. Warte mal, wie hoch ist die Halbwand? Muss ich mal die Halbwände angucken. Oder die Halbwand. Die ist mir zu hoch, die ist gut. Okay. Das heißt, wir nehmen diese Halbwand. Was ist das für eine Erweiterungspack oder wie heißt das du schon Erweiterungspack? Ich habe alle. Ich habe wirklich alle Erweiterungspacks. Es macht also keinen Sinn, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das oder das Erweiterungspack. Ich habe wirklich alle, alle. Alle Erweiterungspacks, die Sims vorzubieten hat. All diese Erweiterungspacks habe ich einfach. Warte mal. Da ist ein kompletter Blockabstand. Stimmt, ihr müsst ja immer einen kompletten Blockabstand haben. So, dann machen wir das bis hierhin. Hoppala, ist einer bestimmt zu viel, wa? Nee, ist richtig. Ist richtig. Ah. Gaumenfreude. Stimmt, Gaumenfreude ist das mit den Restaurants. Genau. Schöner großer Eingangsbereich, wa? Wobei, hier habe ich ja noch den Poolbereich vorne. Warte mal, das ist Quatsch. So, dann machen wir das hier so. Sag mal, wo ist denn Ditte? Hier ist Ditte. Ich muss erst mal hier meine Aufteilung machen. Ist so der Aufteiler. So, und Quatsch. Sollte natürlich schon richtig klicken hier.
Ich habe leider nur Sims 2, weil ich gehört habe, dass Sims 4 meinen Mac crashen könnte. Keine Ahnung, ich habe keinen Mac. Ich weiß nicht, wie empfindlich so ein Mac ist. Ich habe keine Ahnung von den Macs. Kenne mich mit den Macs nicht aus. Breiter Eingang. Wie viel sind denn das hier? So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir den hier weg. Dann haben wir einen schönen breiten Eingang. Weißt du oder einer, ob es auch eine Erweiterung mit Teen rauskommt? Das weiß Maxis EA wohl nur selber alleine. Ich warte selber auf so eine Erweiterung mit Tieren. Das hatten wir auch gerade sozusagen vor einer halben Stunde ungefähr, dreiviertel Stunde, als Thema gehabt. Tiere, Tiere, Tiere. Sims 3 einfach mit Tiere, bei meinem PC schon nicht mehr. Nur Spielfehler und Abstürze. Ja, das ist das Problem bei Sims. Also generell, je mehr Erweiterung man hat, umso problematischer wird das. Ich bin am Überlegen, ob wir das hier nochmal weiterhin machen. Dass wir das da nochmal weiterhin machen. Dass den Eingangsbereich bis hierhin machen. Ich glaube, es ist besser so. Nee. Warte mal, wir machen das hier nochmal zu. Wir machen das da mal so. Jetzt hat er mir das hier als kompletten Raum definiert. Gucken, ob er mir das gleich wieder aufmacht. Jetzt hat er es schon wieder aufgemacht. Dann ist es. Wo machen wir den Eingang rein? Den Eingang machen wir hier, würde ich sagen. Hier ist das sowieso das Ding hier. Das heißt, machen wir hier, 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 hier. Und dann kommt man hier so schön sauber hin. So ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, 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 ja. Dann machen wir hier vorne den hier den Essbereich und hier machen wir den Poolbereich. Oh ja. Den Poolbereich. Poole, Poole, Poole. Und zwar ganz schön viele coole. So, Poolbereich. Den Poolbereich möchte ich ziemlich exotisch machen. Gipfel 007. Hallo und herzlich willkommen hier im Stream. Ja. Kann ich das hier auch mit Alt machen? Nee, leider nicht. Mach mal die Außenwand aus Holz. Die ganze Verzierung kommt noch, aber ich denke eher, ich mache da eine Stein hin. So schön, dieses rustikale Stein. Müssen wir mal ausprobieren. Was besser nachher aussieht. Da müssen wir mal gucken. So. Lapulos. Lapulos. Da machen wir natürlich diese... Was? Das? Diese sumpfige Farbe, wa? Ist ja Dschungel. Mach die Außenwand aus Holz. Achso, das habe ich schon gelesen. Mann. Ja, Pulos, 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 Pulos. Yeah. So, das ist erstmal die Grundstruktur vom Pool. Das werde ich alles noch anpassen. Es ist immer nur so eine grobe Aufteilung. Hier vorne kommt der Essbereich und da kommen Palmen hin und alles sowas. So, jetzt wollen wir mal den Produktions- und Innenbereich und Kochbereich und Sanitärbereich machen. Wir brauchen nämlich da einige. Wir brauchen da einige. Waschbecken, Toiletten, Küchenperfektion, Gastronomiebereich, Kellnerstation, Empfang. Jo, da müssen wir mal gucken, wo haben wir denn das? Suche nach Funktion. Hier, ich keine Ahnung. Ich habe noch nicht so viele Restaurants gebaut. Bestimmte Objekte für den Restaurant. Das hier ist der Empfangbereich.
Wenn Holz dann so ein rötliches Holz, ja, ich verstehe schon, Tropenhölzer. Wir hauen hier Tropenhölzer rein. So, machen wir so, so schick. Was haben wir denn hier? Kellnerstation, sofort zur Stelle. Du musst auf eine Bestellung weitergeben. Brauchst du Wasser, bla bla, sowieso, okay. Hier haben wir die Profi-Station komplett abgeschirmt. Das ist das Problem. Warte mal, ich zeige euch die mal. Warte mal. Wenn ich die positioniere, habe ich eine Durchreiche. Seht ihr? Da hätte ich eine Durchreiche. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder wir machen so eine. Die wäre auch möglich. Ja? Müssen wir mal schauen. Kennst du eine Seite, wo man nachgucken kann, welche Erweiterung es für Sims 4 gibt? Ja, sims.de oder wie die heißt. So ähnlich. Also sogar die, oder die direkt die Verkaufsseite sozusagen von Maxis. Da ist es ja auch. Ja? Also man muss gar nicht so ewig lange suchen oder so. Einfach mal Internet nach Sims 4 googeln und dann kommst du schon eigentlich durch die ersten Suchanforderungen auf diese Suche rauf, ne? Gut, dann machen wir erstmal den Küchenbereich. So, das heißt, wir haben erstmal eine Grundeinteilung. Das heißt, jetzt machen wir eine Durchreiche. Ich hätte die gerne andersrum, danke sehr. So, Nummer Uno. Wobei, da steht die blöd. So. Was haben wir denn noch für den Küchenbereich? Das sind Tische, 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 Tische. Was ist denn das? Mystische Veranda-Wärmelampe. Empfangstere Ehrengast. Welche haben wir jetzt da oben? Wir haben doch nur eine einfache, wa? Maximale Gastlichkeit. Ehrengast. 160? 100. Na, dann nehmen wir doch die Ehrengast, oder? Nehmen wir doch die Ehren. Warte mal, wir gucken wir uns mal nochmal von nahen an. Warte mal, wir machen mal beide in so ein schönes Holzmuster. Rötlich, so. Die gefällt mir besser. Die passt eigentlich besser zum Ambiente hier so. Das andere, das ist eher mehr so ein Nobel-Restaurant hier, so schickimicki. Seht schon, was ich meine? Da ist die hier passender. Haben wir denn hier noch? Ein unfertiges Standschild. Wer braucht denn bitte ein unfertiges Standschild? Wandschild, Kollektion voll zufrieden. Was ist denn das hier? Freistehende Profi-Spülmaschine. Genau, die brauchen wir ja auch. Davon nehmen wir mal gleich auch nochmal eine hier drin. Zack, zack. So, warte mal. Ditte haben wir. Schön große Laufwege drin. Ich habe schon fast den Animus, dass dieser Bereich schon fast zu groß ist. Aber das werden wir gleich noch sehen. Licht brauchen wir erstmal, bevor ich hier irgendwie weitermache. Beleuchtung. Deckenlampe. Retrolampe. Sieht komisch aus. Gibt's hier nicht was mit ein bisschen mehr Ausleuchten? So eine richtige Profilampe? Mal überlegen. Hype No Limit. Jetzt habe ich es. Hype No Limit. Hallöchen und herzlich willkommen hier im Stream. Der Beamer. Oh ja, der Beamer bringt. Der Beamer bringt es aber ganz sehr weit auf den Punkt. 1, 2. Da haben wir wieder ein Symmetrieproblem. Wir haben da wieder ein Symmetrieproblem. 1.
Eins, zweimal. Wir machen mal Draufsicht, dann geht das besser. Kamerasteuerung, Draufsicht, danke sehr. Dip, 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 dip. Zwei Abstand, zwei Abstand. Zwei, dann ist ein Abstand. Das ist auch wieder blöd. Hat wer Skype? Warum sind die Leute alle so scharf auf Skype? Ich verstehe das nicht. Hab ich da einen Trend verpasst? Der sich mir irgendwie nicht erschließt. Ich denke mal, den Küchenbereich können wir wirklich kleiner machen. Hier ist ein Abstand. So groß muss der Küchenbereich gar nicht mal sein. So, den machen wir nochmal weg. So. Kann sein. Ja, das ist die Welt des Skypes. So. Das müssen wir noch mal ein bisschen dimensionieren. Mach 6 Lampen. Bin aber bei 8 Lampen. Da, 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 da. So, 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 so. Wie sieht's aus? Sieht's symmetrisch aus? Ist das symmetrisch? Hier ist der. Warte mal, wo ist denn der? Der zeigt auf die Bodenplatte. Halt. Und der zeigt auf die mittlere Bodenplatte. Warte mal, der muss der dann nach außen. Heißt genau falsch gefingert. Oder Fenster, die auch Licht geben. Ja, Fenster mache ich auch noch. Ich mache noch Fenster. Ich bin noch nicht so weit. So, das sieht schon mal schick aus. Da ist dieser Bereich. Dann machen wir hier den WC-Bereich. Den WC. OWC. OWC. Bödebem, bödebem. Hallo, wo ist das Tool? Danke sehr. So, irgendwo müssen die ja hier reinkommen, die Leute. Bin da gerade am überlegen, wie der Zauber. Weil dann, wenn ich hier den WC-Bereich mache, komme ich schlecht rein. Ich muss das anders positionieren, sehe ich das gerade. Das heißt, das kommt hier mal weg. Das kommt mal hierher. Falsche Seite. Es kommt hier ran, beziehungsweise nicht so gedrungen. Dann kommt das hier hin, die Spüle. Und das kommt so. Ach, das überschneidet dann. Menno! Menno, Menno, Menno! Wie sieht denn das aus? Boah, kann man auch so machen. Die Frage ist, ob ich überhaupt die zweite Station hier brauche. Bogenfenster. Aha. Oh, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken. Schlimme ist, dass er gerade auch ein Profikoch zuguckt. Das heißt, wenn ich jetzt Zwerg zu großen Mist baue, dann kriege ich von dem Profikoch ins auf den Deckel. Kennt ihr das? Ich habe schon fast überlegt, ob ich das hier zum Badbereich mache, obwohl ich brauche zwei Bäder. Einmal Männlein, einmal Weiblein. Ich brauche ja einmal Männlein, einmal Weiblein. Alter, dann ist das ein großer Innenbereich. Alter Falter. Dip, dip, dip. Ja, kenne ich gut. Ach, diese schöne Raumaufteilungsgeschichte. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Immer wenn man was komplett neu aufbaut, dann ist man am Rumexperimentieren und überlegen. Genau, wir machen das hier. Also der Küchenbereich war zwar noch mal ein bisschen kleiner geworden.
Dann ist der Küchenbereich kleiner geworden. Das heißt, wir machen den auf einen Halbmast. Den machen wir auf einen Halbmast. Den machen wir auf einen halben. Und den machen wir auf einen halben. So, dann haben